eine Brückenstelle. Die marode Brücke über einen in dieser Jahreszeit ausgetrockneten Bach kam vor einigen Tagen zum Einsturz. Die Insassen des Fahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon. Die Panzerpioniergruppe der 2. Kompanie des Panzerpionierbataillons 803 hat nun den Auftrag, die Brückenstelle zu erkunden, um die Brückenstelle für den zivilen Verkehr schnellstmöglich passierbar zu machen. Die Panzerpioniergruppe, ausgestattet mit einem Transportpanzer Fuchs, nähert sich nun die Brückenstelle. Die Panzerpioniergruppe ist soeben am diesseitigen Ufer der Brücke angekommen. Der Gruppenführer und zugleich der Kommandant des Transportpanzer Fuchs verschafft sich nun ein aktuelles Lagebild. Mit dem Laserentfernungsmessgerät, kurz LEM, misst der Beifahrer die Entfernung zum jenseitigen Ufer. Der Gruppenführer fordert zum Rollen der Brückenstelle einen Pionierpanzer DAX an. Erst dann kann er mit der Pionierschnellbrücke Biber einen Übergang zu schaffen werden. Die Panzerpioniergruppe verbleibt an der Brückenstelle und überwacht das Vorgehen des Pionierpanzers. Der Pionierpanzer DAX nähert sich nun der Brückenstelle und räumt diese. Basiert auf dem Fahrgestell des Kampfpanzers Leopard 1. Zu seinen Aufgaben gehören das Bergen von Fahrzeugen, das Stiegen von Stellungen für die Kampfgruppe. Der Pionierpanzer DAX erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 62 km/h. Im Straßenmaß auf öffentlichen Straßen ist aufgrund seiner Breite von 3,42 m und seinem Gewicht von 42,5 Tonnen besondere Vorsicht geboten. Vorsicht sehen Sie, welche Auswirkungen ein Zusammentreffen zwischen dem Pionierpanzer DAX und einem handelsüblichen Pkw haben kann. Thank you.
das Stützschild, Teil der Verlegeeinrichtung, dient zum Abstützen des Brückenlegepanzers während des Verlegevorganges und kann zu leichten Planierarbeiten an der Brückenstelle verwendet werden. Des Kampfpanzers Leopard 1 aufgebautes, gepanzertes Vollkettenfahrzeug. Sie dient den schnellen
von Übergangsstellen, Korrekt- und Kettenfahrzeuge ist die Pioniertruppe mit dem Fallstraßengerät ausgestattet. Wir zeigen Ihnen hier beispielhaft die Verstärkung der Brückenstelle am jenseitigen Ufer. Sowie 10 Kilogramm Sprengstoff mit.
unter Kurs achtet und Rundumsicherung einnimmt. Gewehrschütze, Sprengungsanträger, Bunker.